Hallo und schönen guten Morgen zu einer neuen Runde Meccabello. Ich habe gerade gesehen, dass Mattes Might gerade spielt. Von da guck mal in das Spiel rein. Ansonsten würde ich meinen Mustang-Test gleich weitermachen wollen. Aber vielleicht an dem zweiten Video wahrscheinlich. Gucken wir mal, wie lange das hier dauert. So. Aha. Ja, mal gucken, ob die jetzt auch mehr Mustang spielen. Sieht jetzt nicht so aus. Das ist interessant. Kompakter Bau. Ritterrandl ist, glaube ich, sehr populär im Moment, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich in jedem zweiten Spiel mindestens die sehe. Ich habe immer noch nicht so gute Performance damit. Aber ja, das ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen, wie man das spielt dann am Schluss. Was war der Champion? Genau. Asian Champion Advanced. Das ist halt wieder, wie das hier vorne im Moment aussieht, etwas, wo ich sagen würde, dass der Arclight wahrscheinlich einen ähnlich guten Job schaffen würde. Insbesondere, wenn man halt so einen Marksman dahinter hat, ne? Wo die Panzer jetzt natürlich hier so ein bisschen die sinnvoller machen, Fragezeichen. Auch diese Aufstellung, den Crawler hinter die Tarantel. Wo man mit dem Satellit dann trotzdem beides trifft, je nachdem, ob da noch was davor steht. Dann auch ein Drittel Leben weg von so einer Tarantel. Ja, im Norden, der hat das mal ohne Chaff Clear versucht. Überraschung, das klappt nicht. Also ihr könnt das immer wieder, ne, man kann es so viel runterbrechen, wie sehr man will, aber ich glaube, drei Kategorien kann man sich einfach auch gerade als Beginner vielleicht sehr einfach merken. Chaff, Chaff Clear und Schaden. Ja, so simpel ist das. Die drei müsst ihr eigentlich immer abdecken. Und man kann halt sowohl bei Chaff Clear als auch beim Schaden kann man natürlich noch weiter unterscheiden in irgendwie drei, vier, fünf Subkategorien jeweils, ne? Aber wenn ihr die drei einfach nur mal im Kopf haltet und euch das Board anguckt, kann man sagen, dass Chaff Clear im Norden gefehlt hatte. Ja? Wer macht da Chaff Clear? Die machen das im Schneckentempo, wenn sie überhaupt lange noch überleben, was unwahrscheinlich ist bei der Formation. Und die brauchen einen Glückstreffer, um einen schnellen Crawler zu treffen. Also von da ist ja kein Chaff Clear wirklich vorhanden, ne? Jetzt kommen aber die Arclights, Level 3. Da ist halt häufig so, also klar, das war jetzt ein Unit Drop, aber, oder? War das ein Unit Drop? Ja, ne? Da ist halt häufig so, der Arclight reicht auf Level 1 halt locker aus für alle Zwecke. Manchmal Level 2 haben sie vom Satellit nicht gewonnen-shottet wird, aber ne, es lohnt sich selten Level 3. Aber klar, der brauchte jetzt ganz schnell diese Dinger, weil er keinen Chaff Clear hatte und hat jetzt übermäßig großen, könnte man argumentieren. Wenn ihr unten hattet ihr halt Chaff Clear und als der Markton eben da war, hattet ihr auch Damage und ihr hattet Chaff gehabt. Und das war der Grund, warum man die Runde gewonnen hat. Also die davor. Fünf Taranteln, okay. Er nimmt das halt sehr ernst mit dem Chaff Clear. Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt kommt der Phantom Raider bei. Ist für mich immer noch so ein bisschen, was macht man damit? Also in dem Falle seine Luftabwehr gegen gegnerischen Phantom Ray, ne? Und wahrscheinlich dann nochmal die Schadenskategorie bei ihm, vermute ich. Müssen wir mal den DPS dazu angucken, aber ich glaube, der macht ganz guten Schaden und man hat ja auch Upgrades für Schaden. Ja, sowohl auf Burst als auch auf DPS, wenn man möchte. Genau, Panzer direkt weg. Und er hat natürlich auch eine gute Ergänzung. Also der Marksman hätte wahrscheinlich eher alles gewonshottet, was vorher schon 90% Schaden genommen hat. Und hier hat man halt statt einem langsamen Marksman-Schuss drei Schüsse, ne, die sich ergänzen mit denen, die ein bisschen Schaden machen. Glaube ich, eine ganz gute Kombo, wie wir auch jetzt hier sehen. Ja, was hat gefehlt im Norden? Der Chaff wurde langsam geklärt und dann gab es keinen Schaden für den Rest. Es ist immer noch das gleiche Problem wie vorher, dass er diese drei Kategorien halt nicht so gut abdeckt wie der Spieler im Süden. Also er hat sich auf Chaff konzentriert, könnte man sagen, im Norden. Ja, das gilt ja, hat auch eine Chaff-Funktion hier vorne derzeit. Und ihr könnt nicht nur Kanonenfutter haben, ihr müsst auch ab und an zurückschießen. Alle aufgelevelt. Das ist ja kein Wunder. Also der macht ja nur Sachen, um ihn aufzuleveln. Ja? Also die Level-Artillerie und dann die ganze Schach und die Panzer, das ist ja alles, um die mit XP zu füttern. Also ihr müsst die Leute töten, damit die keine XP sammeln. Wenn ihr euch töten lasst, ne? Auch wenn das länger dauert, meinetwegen, kriegt der Gegner mehr XP. Genau das Szenario sehen wir hier gerade. Braucht man jetzt nicht unbedingt den Champion für, um uns das zu zeigen, glaube ich. Aber ja, mal gucken. Vielleicht weiß das ja danach. So, er hat jetzt den Schaden nachgeholt, ne? Aber das ist jetzt auch nicht übermäßig viel Schaden, muss man sagen. Mit dem Rhino vielleicht. Also er hat auf jeden Fall jetzt gut Schaden dabei. Er hat sogar drei Phönix, ne? Also er hat die Kategorie Schaden extrem erhöht. Also im Chaff Clear ist noch nicht so ganz überzeugend.
Gerade die hinteren Crawler könnten ein Problem darstellen, zumal der eine jetzt auch rausgenommen wird. Andersrum meinte ich. Ja, Headquarter kriegt er im Norden jetzt aber wahrscheinlich. Und damit könnte die Artri mal ein paar Treffer, die relevant sind, holen. Also im Moment hat er, schießen die auf die Crawler, genau, die auch auf die Crawler schießen. Also Sharkclear ist noch ein gigantisches Problem. Genau, aber das Headquarter hilft jetzt, dass die Artri mal zwei, drei Treffer landet. Und das macht natürlich doch einiges aus. Genau. Und jetzt hat er die erste Runde gewonnen. Warum hat er das gewonnen? Naja, der Headquarter Snipe war natürlich hilfreich, aber weil er eben die dritte Kategorie hinzugefügt hat. Schaden, ne? Das war jetzt der große Unterschied, diese Runde. Das war ja ein Rhino. Im Prinzip zwei Rhinos mit dem Drop da unten und drei Phoenix. Die Frage, ob er es nochmal schafft mit dem ohne Headquarter, ne? Oder ob er es nochmal schafft. Chuffley hier ist für meinen Geschmack ein bisschen sehr hoch, aber die machen ja auch Schaden, die Jungs. 37 in der. Nee, 37 Kills, genau. Er hat jetzt Flächenschaden vergeben, okay. Das ist aber jetzt auch tricky, oder? Weil der Flächenschaden, also ist ja nicht so, dass Schaff jetzt in riesen Mengen da oben existiert und dann hat er jetzt keinen Schaden im Süden, ne? Was ist deine Schadenskategorie? Lass mich raten, du willst jetzt Range ausgeben für die gegen die Phoenix. Ist halt sehr tricky, was er da jetzt gerade plant. Also, wenn er überall diese Fangs dazwischen stehen hat, ne? Da will er wahrscheinlich irgendwie die Schildoption nehmen, Range oder so. Solche Sachen will er sich geben dagegen. Aber ich würde jetzt sagen, dass er das Schadensproblem im Süden auf einmal hat unter Umständen. Sie haben jetzt Level 2, das hat er aber auch. Einzelne Marksman. Den Fängst traut das dann doch nicht zu. Ja. Also das mit dem Hacker war, glaube ich, Blödsinn, weil die one-shotten eigentlich fast alles und ja, dann kannst du ja nichts hacken, wenn der Rest gewone-shottet wird, ne? Also entweder oder. Also das mit dem Hacker war irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Das passt ja überhaupt nicht in den Bild rein. Also klar ist das nice, den Tarantel zu hacken, aber nicht immer schon drei Phoenix hat und der eine davon gelevelt ist, ne? Dann bleibt man normalerweise bei den Phoenix mehr. Problem bei den Phoenix ist halt, dass die nicht so stark sind, weil diese Fortress-Abwehrraketen sind einfach brutal, ne? Die verhindern eigentlich jedes Phoenix-Gameplay im großen Umfang. Ja, aber das mit den Hackern war. Also, es hat er halt diese doppelt gemacht. Ne? Nicht nur, dass sie sich nicht ergänzen, die Phoenix, mit den Hackern zusammen. Sowohl der Phoenix als der Hacker funktionieren nur, wenn der Rest funktioniert beim Chaff Control. Ne? Chaff Control immer Chaff und Chaff Clear, wenn er beide Kategorien gewinnt. Und das hat er ja nicht mehr geschafft, so dieses Doppelinvestment. Ich will ja nicht sagen, dass das Spiel irgendwann mal in der Zukunft eine KI spielen könnte, perfekt. Aber es gibt wirklich so ein paar Standardvariablen, die man sich angucken kann, ne? Die ich hier gerade benenne. Die sehr häufig ein gutes Indiz dazu geben, ob was läuft oder nicht. Und der Hacker, wie man es gerade gesehen hat, hat überhaupt nicht funktioniert. So, jetzt hat er gesehen, dass Schaftclear nicht geklappt hat. Weiter geht's, jetzt kommt halt der Vulkan. Genau, der muss mit den Hackern natürlich synchronisiert werden, ja, damit der Hacker nicht hier hackt und der hier vorne vulkanisiert. Overlord. Overlord ist immer ganz gut, wenn ihr glaubt, dass der Gegner wirklich All-in-Hacker geht oder den halt so supportet, dass der funktioniert, ne? Also Overlord ist auf jeden Fall eine nette Sache. Zwar keine andere Kanone, aber es geht ja trotzdem ganz gut. Es geht ja darum, dass die nicht gehackt werden dürfen. Wenn die gehackt werden, dass der Overlord ihn halt relativ schnell kaputt macht. Overlord schon eine gute Antwort auf Hacker und alles. Nur ein bisschen tricky hiermit. Also er hat halt das gegen die Taranteln. Er hat das gegen die Taranteln und er hat das gegen die Taranteln und er hat das gegen die Taranteln. Ich würde da wirklich die Frage stellen, ob das nicht ein bisschen, ne, viel Gießkanne ist. Ja, der Hacker ist wieder tot, der eine. Es wird hier vorne gehackt, aber selbst wenn der gleich fertig ist, dann schießt der ja ohne viel Schaden gegen Dinger, die tanky sind. Ne? Der wird ja jetzt von dem da getötet. Also der Hack war kein wertvoller Hack. Ne?
Trotzdem ja zwei Hacks, zack. Ja, es sind keine wertvollen Hacks gewesen, ne? Aber dafür ein hohes Investment. Was richtig funktioniert, ist halt der Rhino, weil wir will den noch aufhalten. Er läuft in den Overlord-Schüssen ganz gut vorbei, weil er keine Artillerie hat, ne? Und kriegt das Headquarter und dann natürlich ist das der entscheidende Faktor. Ja, er hätte halt bei den Overlords Artillerie-Kanone gebraucht, die hat er aber nicht drin im Süden. Und sein sehr teurer Chaff hier, ne, mit dem Schild ist natürlich auch sofort raus. Also Fangs und Schilde werden halt beide rausgenommen von Artillerie und Feuer. Und der hat das da oben, ne, bei der Chaff-Control-Geschichte, hat der da oben, glaube ich, ganz gute Weichen gestellt. Gegen die Overlords. Feuerraketen ablenken, noch besser. Das brennt jetzt hier gleich. Also das ist, glaube ich, ein absoluter No-Brainer. Ihr könnt in 100% der Top-Spieler-Spiele erwarten, dass wenn ihr das so aufstellt, dass dann der Crawler da erscheint. Ne? Also das ist einfach ein Gegeben, ja. Und dann brennen die natürlich gleich ab. Das heißt, er muss jetzt ein Schild da hinstellen. Also mir kann keiner sagen, dass irgendein Top-Spieler von dem Move jetzt überrascht wäre. Das ist ja die große Schwäche an den Feuerraketen, weswegen die auch nicht so populär sind, können die meisten Top-Spielen. Einfach weil man weiß, dass die halt abgelenkt werden können, easy peasy durch sowas. Ne? Also wenn das jetzt nicht geschildert wird, dann, also das wäre schon sehr eigenartig auf dem Level. Also sieht aus wie ein genialer Move und ist auch ein guter Move, aber es ist auch ein Standard-Move unter Top-Spielern. Ja, okay. Keine Ahnung, Mann, was da abgegangen ist. Also das war komisch, dass er das nicht geschildert hatte. Das war wirklich gar keine Frage, dass das passiert, hätte ich jetzt gesagt. Ja, alles tot. Ah, der hat aber bekommen in Full Life. Die Overlords. Bam, bam. Da scheppert's. Ja, aber er macht ihn langsam fertig. Immer noch, dass das Feuer gut durchgeht. Muss halt sagen, dass wenn ihr euch entschieden habt für irgendeinen Schaff, ja, sei es nur Crawler meinetwegen oder jetzt hier in dem Falle Fangs mit Schilden und der Gegner die Hardcounter da in irgendeiner Form zu bringen kann, dann seid ihr halt das Investment von irgendwie 5 Runden Rekrutierungsslots los. Ne? Das ist ein gigantisches Problem. Und was man halt typischerweise dann hier machen würde bei so einem Setup, wenn er hinten dann doch, ne, den Boden so gut abdeckt, würde man dann eben auf Wespe vielleicht gehen. Oder vielleicht doch lieber so ein Level 2, so ein Tier 2 nehmen, also Panzer und so, wenn es noch irgendwie geht. Hey, die Luftabwehr wurde größer. Unit Drop. Gibt noch einen anderen Drop. Er hat das Schild jetzt geholt. Ja, also jetzt nicht mehr so relevant, weil er kann ja kein zweites Öl legen. Also, das Schild hätte er letzte Runde gebraucht. Er lag da ein bisschen hinterher. Ja, aber das mit dem Feuer hier ist, glaube ich, ganz nice, ne, wenn die Raketen ordentlich fliegen. Er zeigt das an, dass die da vielleicht hinfliegen, die Raketen, da weiß ich nicht. Aber eben hat es ja auch funktioniert, ne? Da war hier ein Feuer mehr und hier ein Feuer mehr. Ja, der Schaff ist dann komplett gelöst, aber er hat ja schon auf Wespen umgestellt, also er macht das ja auch richtig hier im Süden, ne? Wespenproduktion, Wespendrop. Wurden die hingepackt, die Wespen? Ach, da. Schild drauf, falls ein Satellit die trifft. Aber die werden trotzdem Stücke gehackt von denen. Drop über Drop, damit das nicht geklärt ist. Ja, die Masse an Wespen ist, glaube ich, ein Problem. Ne? Also, ob die die gut wegkriegen. Also, ist jetzt im Prinzip das ein Duell: Wespe mit Flugabwehr und Reichweite gegen, ne, Warlord. Wir haben auch Feuerrate. Unten geklärt. Kommen ins Headquarter rechtzeitig. Oder? Die schießen in jede Richtung und Headquarter. Und das ist dann wahrscheinlich der entscheidende Faktor auch. Genau, und dann loben die Wespen rein. Also das hat er, glaube ich, gewonnen, der Mathis. Ich würde immer noch argumentieren, dass der Hacker ein Riesenfehler war im Norden. Ihr müsst ja gucken, was ihr hackt und ob es nicht schon gewonshottet wird von dem, was sowieso schon auf der Map ist. Ne? Also einfach eine Produktionslinie extra, wenn ihr so wollt, die im Grunde genommen die hat keine Daseinsberechtigung. Ja? Also hätte irgendeine relevante Einheit ne, damit bekommen, das wäre nochmal eine andere Geschichte gewesen. Aber das war das ja nicht.
Ja, also mag das, er kriegt auch ein Level, weil er Level 2 die ganze Zeit hackt. Aber die werden ja dann, das sind ja perfekte Ziele für die Overlords, ne? Also wenn der gehackt wird, kann der Overlord den direkt töten. Ja, und wenn der gehackt wird, was kann der denn töten im Gegenzug? Der schafft es bis dahin ja schon durch das Flammenmeer abgefackelt und alles, ne? Und wenn der halt auf einen anderen Tarantel schießt, passiert halt nicht viel. Das reicht mit diesem Upgrade. Und von da ist der Hack halt kein wertvoller Hack gewesen. Plus hat ihm die erste Runde gekostet, dann die Runde mit dem Feuer. Und danach war es halt teuer und immer noch sinnlos. Ja? Und das hat ihm, glaube ich, in Summe sehr, sehr, sehr viel gekostet. Unendlich viel gekostet. Das war, glaube ich, die Geschichte. Genau. Ja, da merkt man halt den Unterschied zwischen, was war das, 1100 irgendwas und über 2000. Ne? Das war auf jeden Fall. Aber es war trotzdem knapp. Ne? Also, das haben wir ja auch gesehen. Also das hier, wie gesagt, das ist eigentlich ein Move, klar. Wenn er nur 1900 war, ich kannte ihn jetzt auch nicht, dann erklärt das, warum er eben eine ganze Runde verloren hat, weil er das Schild nicht gesetzt hat. Aber das muss auf jeden Fall kommen. Also das ist die Schwäche dieser Raketen, wie gesagt, ne? Die werden abgelenkt. Wenn ihr die Raketen holt, dann könnt ihr mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Topspieler immer irgendeine Ablenkung dann bringen, wenn die Rakete vorher ein Problem war, ne? Das könnt ihr mit absoluter Sicherheit sagen. Das ist gar keine Frage in dem Spiel. Also diese Raketen sind sehr tricky zu benutzen. Ich werde da sehr, sehr vorsichtig mit. Sehr, sehr vorsichtig. Und warum hat er sie denn geholt? Na, im Grunde genommen, um die hinteren drei Crawler zu erwischen, hätte ich jetzt hier gesagt. Also, da kann man ja überlegen, ob man das nicht hätte anders machen können. Ne? Also, zum Beispiel hätte er ja vorher Reichweite ausgeben können. Er hätte All-In bei denen machen können, bevor die Dinger überhaupt holt. Da hat er keine Feuerraketen drin. Und diese Crawler, wenn die hinteren Crawler das Problem waren, hätte man ja einfach hier und hier einen Spawn machen können. Irgendwas, was die Crawler holt. Ne? Wie eben zum Beispiel die eine Runde mit dem Rhino, die dann auch gewonnen hat, prompt natürlich. Ne? Also das war ein Rieseneigentor, genau wie der Hacker. Das wäre jetzt so meine Fazit. So, genau. Ich mache erstmal Frühstück, dann gehen wir gleich mal in ein eigenes Spiel rein. Ciao, ciao.